Nur schon das Schaf ist schon das Schaf. Es macht gern Unsinn und ist nicht besonders brav. Doch mögen wir das komische Tier. Schön, dass wir eingeschaltet haben zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute bauen wir das Häuschen vom Farmer von Shaun das Schaf. Den Stall von Shaun das Schaf hatten wir ja schon gebaut. Ist auch wie immer alles verlinkt. Am Ende des Videos kannst du einfach raufklicken und zack, bist du auch beim Stall. Aber heute geht es an den Farmer ran, damit er auch in Ruhe mal, sag ich mal, ausschlafen kann und nicht nur irgendwie auf der Wiese pennt. Bauen wir ihn heute sein Häuschen. Von daher Blöcke in die Hand. Auf geht's. Für den Start gehen wir wie immer an unsere beliebteste Kiste ran. Und für den Start heute holen wir uns einmal ein paar Bruchsteinblöcke raus. Noch ein paar normale Steinblöcke, denn nochmal die Bruchsteinstufen, denn ein paar Ziegeltreppen, davon nochmal die Stufen. Denn sind heute Trichter dabei, wie bemooste Steinziegelmauer und natürlich ponierte Granittreppen und davon nochmal die Stufen. Für unser Häuschen von den Farmer brauchen wir erstmal unseren Bruchstein und ziehen uns erstmal unseren Grundriss lang. Ja, fange ich erstmal mit einer geraden Reihe vorne lang an. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcken erstmal. Dann gehen wir auf die rechte Seite noch einmal nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Das heißt, hier haben wir dann 7 Blöcke. Dann gehen wir einfach mal schräg hinten zur Seite nach außen einmal weg. Setzen uns einen Block hin und den ziehen wir auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcken erstmal gerade so nach hinten weg. Dann ziehen wir das Ganze einmal rüber zur anderen Seite. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke ran. Insgesamt haben wir denn hier 17 Blöcke. Dann gehen wir hier ab dem letzten Block ein nach vorne weg und 1, 2, 3, 4 zur Seite weg. Dann gehen wir nochmal nach vorne weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann hier 6 Blöcke. Dann gehen wir hier wieder zur Seite einmal nach innen weg. Da können wir das eigentlich auf die gleiche Seite oder Länge ziehen, wie wir das da vorne schon haben. Gehen dann auch wieder nochmal 2 nach vorne weg. Ziehen das wieder zur Seite weg. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insgesamt haben wir hier 7. So, wenn wir das Ganze haben, gehen wir jetzt wieder einmal nach vorne weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4 Blöcke ran. Und wenn wir das soweit haben, gehen wir wieder zur Seite weg, setzen 1, 2, 3 lang. Und dann einfach so schräg davon können wir das Ganze hier verbinden, noch mit 2. Und dann sieht unser Grundriss erstmal so aus. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen höher setzen. Da würde ich mal sagen, weil ja alles so ein bisschen unterschiedliches Maß hat von der Höhe, beginnen wir erst mal hier vorne mit dieser Ecke. So, ich setze mir hier noch eine zweite Reihe rauf. Und zwar diese Ecke hier wollen wir auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke uns einmal platzieren. So, das habe ich schon 3. Mache ich hier noch die 4. Ebene und natürlich hier nochmal die 5. Ebene. So, wenn wir das Ganze hier soweit haben, machen wir nochmal hier diese Ecke auch nochmal ein bisschen anderes Maß, als was jetzt der Endtere, also das Endkomplex hier hat. Und zwar setzen wir hier vorne das Ganze auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Das machen wir natürlich hier auch wieder von allen 2 oder 3 Seiten. Und wenn wir unsere zwei Seitenteile erstmal soweit haben, bleibt ja natürlich nur noch hier der Rest übrig. Und dieser Rest wollen wir auf eine Höhe von 11 Blöcke setzen. Eine Reihe haben wir schon, das heißt 10 Blöcke müssen wir noch einmal drauf platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und die erste Reihe mitgezählt werden 11 Blöcke. Also 11 Blöcke an sich, ziehen wir uns den Rest einmal hoch. Wenn wir das Ganze dann hochgesetzt haben, bleibt natürlich noch eine Sache übrig. Und zwar hast du ja bestimmt hier vorne noch so ein paar Lücken. Die können wir eigentlich komplett denn hier auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir das ja, sage ich mal, das Haupthaus haben. Und die können wir natürlich dann auch nochmal hier zuziehen auf den zwei Vorderseiten. Oder hier auf der Vorderseite und dann auf der Seite so ein bisschen gesehen. Wenn wir das dann zugezogen haben, geht es jetzt daran, dass wir so den Vorbau für unsere Dächer machen. Ich würde mal sagen, wir fangen wie vorhin auch erstmal hier bei unseren kleineren Teilen an. Hier vorne setzen wir einfach nochmal zwei weitere Blöcke hier einfach so zur Hauswand gesetzt. Das hier vordere lassen wir so, wie es ist. Und hier hinten bei dem Teil, da würde ich mal sagen, setzen wir einfach drei Blöcke rauf. Und beim letzten hier an der Hauswand nochmal eins. Und nach oben machen wir natürlich hier nochmal auf der anderen Seite. Zack, super. Dann fangen wir jetzt hier oben an. Da setzen wir erstmal, wenn ich jetzt hier von vorne gucke, hier hinten auf diesen zwei Seiten erstmal was rauf. Und zwar fliegen wir zur Seite hin. Immer den ersten Block an der Seite hier lassen wir frei. Setzen uns die erste Reihe auf, noch eine zweite Reihe rauf. Und machen das eigentlich so lange, bis wir hier oben bei drei Blöcke sind. So, das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Wie so eine Treppe ziehen wir uns hier so das Ganze einmal nach oben, bis wir oben ankommen bei drei Blöcke. Das machen wir auf eine Höhe von insgesamt, wie die Breite ist, auch auf 3 und können das Ganze auf eine Zweierdicke uns hier gleich schon mal ziehen. Das wären ja so ein bisschen unsere Schornsteine, also 3 Blöcke an sich machen wir das Ganze hier hoch. Ne, da zählen wir von hier aus. So, und wenn wir das haben, machen wir natürlich auch nochmal auf eine Zweierdicke. Wenn wir die Schornsteine uns so ein bisschen schon geformt haben, fliegen wir mal hier auf die Vorderseite. Da machen wir es auch wie so eine Pyramide oder Treppe einfach mal hier nach oben, bis wir hier auf 2 kommen und fertig ist das Ganze.
So, jetzt würde ich schon mal sagen, die Schornsteine können wir uns schon mal fertig basteln. Das heißt, wir schnappen uns unsere polierten Granitsachen. Ich platziere mir in den Mitten immer, sage ich mal, meine Stufen und an den Seiten halt einfach so zwei Treppen, die Rücken an Rücken einfach mal angelehnt sind. Und fertig haben wir hier unsere Schornsteine. So, bevor wir jetzt anfangen, mit dem Dach und alles uns das drauf zu platzieren, schnappen wir jetzt unseren Stein. Und zwar, das Haus vom Farmer ist so ein bisschen Mix-Max aus Bruchstein und Stein. Das dient immer mehr zur Optik. Falls du jetzt natürlich sagst, nein, ich will das nie machen, brauchst du nicht. Aber ich finde, es sieht einfach schöner aus, wenn wir jetzt hier überall noch so ein bisschen uns hier verteilt den Stein einfach mal reinbasteln. Das kann natürlich eine kleine Weile dauern. Du willst es ja natürlich auch ordentlich machen und nicht einfach nur hier so zack einzelne Blöcke. Ich empfehle dir auch immer so vielleicht auch einen Zweierblock zu machen. Dann kannst du es hier immer gerne so ein bisschen verteilen. So willkürlich. Später kommen ja auch noch Fenster und Türen rein und dann sieht das Ganze doch ein bisschen anders aus. Aber erstmal fliegen wir hier so hin. Musst nicht so doll übertreiben, kannst du immer so im Wechsel so ein bisschen halt zack, zack, dir immer ein paar Steine setzen. Natürlich auch hier kannst du dir ein paar machen. So und so setze ich mir immer hier so ein paar Steinchen hier in den Seiten hin. Naja, wie gesagt, das kann ein bisschen dauern, von daher, ich lasse mir auch gut Zeit. Flieg mal kurz rum, schlag mir alles so ein bisschen aus und dann sehen wir uns, wenn es fertig ist. So, da bin ich wieder und wir fliegen ja mal kurz rum. Wie gesagt, einfach so leicht verteilen könnt ihr euch eure Steinblöcke hier. Man kann es im Nachhinein immer noch ein bisschen besser machen, wenn man möchte. Wenn man meint, nein, mir gefällt das Muster nicht, ich möchte noch hier irgendwo noch einen weiteren Block reinhauen, zack, dann kann man es auch machen. Ist ja nicht so schlimm. So, als nächstes wollen wir anfangen mit dem Dach. Schnappt euch mal eure Ziegeltreppen und Stufen. Wir beginnen, würde ich mal sagen, wie immer erstmal mit diesen kleinen Bauten, die wir jetzt hier haben. Jetzt fange ich auch hier wieder auf der Vorderseite einmal an. Wir beginnen. Würde ich mal sagen, mit der Treppe zuerst. Also wir platzieren uns erstmal hier so eine Treppe hin, wechseln das mit Stufe, Treppe, Stufe und ganz hier. Und dann würde ich mal sagen, machen wir einfach eine normale Treppe nochmal ran. Genau, das können wir aber hier einfach mal machen. Ja, nicht vergessen, wenn wir uns das Dach hier mal zuziehen, wir können schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Das heißt, wir können es immer überstehen lassen. Aber wir verstärken es noch nicht, weil wir da nehmen wir dann wieder andere Sachen, also andere Treppenfarben. Von daher erstmal ganz normal, natürlich hier erstmal hier unser Dach raufziehen. Und überstehen das. Ne? Damit ich das hier nicht immer wiederholen muss, sage ich es euch jetzt. So, weiter geht's denn hier noch mit diesem Dächlein. Da beginnen wir, dass wir hier oben uns erstmal eine Stufenreihe platzieren. Dann kommt eine Treppenreihe, Stufenreihe, Treppenreihe. Und ganz da vorne setzen wir die jetzt nicht so tiefer gesetzt, sondern auf der gleichen Höhe wie die Treppe ist. Dann wieder einmal hier zuziehen. Und wenn wir das soweit haben, jetzt hier auch bei diesem Bau, das hier zugezogen haben, geht es rein an ihr oberes, also an dieses fette Dach hier. Und zwar ist es eigentlich relativ simpel aufgebaut. Wir bauen erstmal nur Treppen. Das heißt, wir beginnen hier an der Seite, können uns Treppe langziehen, Treppe, 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 bis wir hier oben ankommen. Und dann können wir das Dach hier eigentlich ganz normal, wie man es so kennt, so ein Treppendach hier einfach zuziehen. Also mal so ein schönes Minecraft-Standard-Dach haben wir nicht so oft. Von daher können wir uns hier ganz gechillt uns damit jetzt befassen. Einfach hier unsere Treppen so nehmen und das Dach hier damit auszufüllen, natürlich Vorder- wie Rückseite. Das machen wir wie immer hier ganz schnell. Wenn wir unser Dach dann soweit haben, fällt dir auf, dass wir hier oben ja noch eine Mitte frei haben. Da nehmen wir einfach mal unsere Stufen und setzen hier einfach auch wieder so wie eine Pyramide-artig, halt hier so ein bisschen nach oben. Dass wir einfach von der Treppe aus Stufe, Stufe halt so ein bisschen leicht nach oben versetzen und das Ganze platzieren und können das Dach dann hier dazwischen auch noch ausfüllen. So, wenn wir das dann natürlich auch haben, jetzt rede ich wieder zu schnell, als ich hier bauen kann. So, wenn wir das natürlich dann hier zu haben, geht's weiter mit eigentlich noch den Trichtern und bemoosten Ziegeln. Mauern, genau. Denn wir wollen uns noch natürlich noch ein Regenrohr machen. Das heißt, einfach, wir fangen auf der Vorderseite an, hier in der Ecke, gleich an der Hauswand, blub, platziere ich mir meinen Trichter natürlich so, dass der Knubbel immer nach unten zeigt, damit wir natürlich das einfach mal an unser Rohr hier anschließen können. Dann nehmen wir natürlich unsere Mauern und setzen die hier einmal so ran. Dann befindet sich noch ein zweites Regenrohr auf dieser Seite, hier auf der rechten Seite. Auch wieder einfach hier, zack, hier gleich vorne an der Hauswand, können wir hier unser Rohr ransetzen, Trichter oben hin und fertig. Das reicht mir noch nicht. Ich möchte noch ein drittes Mal machen, und zwar für unsere Hinterseite vom Haus. Auch hier wieder einfach an der Seite, Mauern ran und Trichter oben hin. Und zack, fertig ist auch dieses Regenrohr. So, danach bleiben eigentlich nur noch die Bruchsteinstufen übrig für unsere Türen. Insgesamt haben wir beim Haus drei Türen und nur bei zwei wollen wir die Stufen benutzen. Wir sind auf der Rückseite, fangen wir da auch gleich mal an. Hier vom Rohr zählen wir einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, ab 6 und 7 können wir weghauen und das hat eine Höhe von insgesamt, würde ich mal sagen, 4 Blöcken. Oben machen wir unsere Stufen hin und wie gesagt, hier, sag ich mal, zur Seite wechseln 5 Blöcke. Und dann kommt hier unsere Zweiertür.
Weiter geht's, dass wir mal hier auf diese Seite hier fliegen von unserem kleinen Anbauteil hier. Da lassen wir an der Seite natürlich eine Blockreihe frei und dann schlagen wir uns eine 2x3 Tür einfach mal rein. Ist aber nur auf eine Dreierhöhe, die ist ein bisschen kleiner als die anderen zwei. Dann befindet sich natürlich noch die Haustür ganz vorne hier bei dem Kasten. Da einfach hier die Mitte mal weghauen, auch hier wieder auf eine 4er Höhe, 2er Breite. Auch hier dann wieder die Stufen oben hin. So, und wenn wir das soweit haben, wechseln wir mal das Blockmaterial. Um das Haus abzuschließen, holen wir uns mal ein bisschen hellgrüne Keramik raus. Stäuberdraht, Haken, kannst auch gerne Knöpfe verwenden. Sonst holen wir uns noch ein paar Falltüren raus. Farbwahl ist dir überlassen. Ich empfehle mal die Fichten-Falltüren. Dann holen wir uns natürlich noch ein bisschen dunkle Prismarintreppen raus und davon nochmal die Stufen wie weißes Glas und blauer Beton heute für unsere Fenster. Beginnen wir erstmal damit, weil wir ja die Türen schon frei haben und die Türen auch zu besetzen. So, auf der Innenseite platzieren wir hier einfach mal unsere grüne Keramik. Türknauf ist diesmal ein Stolperdrahthaken und Fußmatte nehmen wir die Falltüren. So, die Tür bauen wir natürlich nochmal auf der Rückseite, aber auf der Seite hier, die wir haben, wo wir ja nur auf eine Dreierhöhe machen, schlagen wir die Tür eigentlich ganz unübisch für uns einfach ins Mauerwerk rein. Und setzen dann nochmal die Fußmatte davor. Fertig ist diese Tür. Auf der Rückseite machen wir es dann wie bei der Haustür, dass die Keramik natürlich ganz schön ordentlich hier, sag ich mal, zack, nach innen gesetzt ist, damit wir hier halt dieses, ja, diese geile Update immer kriegen von der Tür, ne? So, dann auch hier wieder die Fußmatte vor und dann können wir eigentlich loslegen mit den Fenstern. Bei den Fenstern würde ich mal sagen, schlagen wir nicht willkürlich los. Wir fangen erstmal an, uns alles erstmal freizuhauen. Wir beginnen auf der Vorderseite und wenn ich Vorderseite so sage, meine ich auch wirklich hier komplett vorne. So, da schlagen wir einfach mal von den Seiten, so lassen wir mal zwei Blöcke weg oder frei und schlagen immer das Maß 2x3 von den Fenstern rein. Und über dem Fenster lassen wir zwei Blöcke Platz und schlagen nochmal solch ein Fenster rein. So, wenn wir das auf der Vorderseite haben, fliegen wir mal hier auf diese Seite, nehmen unsere Haustür so ein bisschen, lassen auch wieder zu den Seiten zwei Blöcke Platz und schlagen hier ein 2x3 Fenster rein, zwei Blöcke darüber wieder Platz lassen und nochmal solch ein Fenster rein. So, jetzt fliegen wir mal zur Seite hier. Lassen wir an der Seite wieder zwei Blöcke Platz und setzen das Fenster jetzt so ein bisschen versetzt ein nach oben, als wir das, sag ich mal, hier so haben. Jetzt habe ich das, glaube ich, zu doll gemacht. Wir sollten es nur ein machen. So, nur ein. Jetzt muss ich mir hier wieder meine Blöcke schnappen, weil ich hier wieder Mist gebaut habe. So, wir müssen einfach das nur um ein versetzen. Ist auch bei dem Farmer so, weil wir jetzt, sag ich mal, hier das Dach haben oder haben die das auch ein bisschen höher gesetzt. So, wenn wir das dann hier auch erstmal frei haben, fliegen wir auf die Rückseite und wollen uns hier natürlich auch noch ein paar Fenster reinhauen. Wir beginnen unten jetzt erstmal, dass wir hier zwei Blöcke Platz lassen und wieder unser 2x3 Fenster reinhauen, zwei Blöcke Platz lassen und wieder unser Fenster rein. Dann kommt schon die Tür und dann würde ich mal sagen, neben der Tür machen wir auch nochmal so ein Fenster rein. Über diesem Fenster wieder zwei Blöcke Platz lassen und wieder solch ein Fenster schlagen wir hier rein. Dann gehen wir mal, würde ich mal erstmal sagen, zur anderen Seite und schlagen hier rüber auch wieder zwei Blöcke Platz lassen und wieder so ein Fenster rein. So, jetzt haben wir hier zwischen noch ein bisschen Platz. Logisch wäre es, wenn wir jetzt über diesen Fenster auch noch ein Fenster machen. Das könnte man machen, aber ich finde es irgendwie schöner, wenn wir es so schräg davon bauen. Also versetze ich das Ganze halt hier einfach mal so schräg davon und setze mir hier dann nochmal so ein Fenster rein. Sobald wir das auf der Rückseite fertig haben, fliegen wir mal hier zur Seite. Hier möchte ich mal eigentlich synchron wie auf der anderen Seite nur ein Fenster reinbauen. Natürlich jetzt hier spiegelverkehrt kommst du auf diese Seite. Das heißt, wir gucken mal hier von unserem Fenster, gehen wieder zwei Blöcke hier zur Seite weg und so schräg davon, so ein höher versetzt, setze ich mir mein Fenster rein. Also wie gesagt, so nur um eine Blockreihe versetzen wir das Ganze. So, dann ist die Seite eigentlich schon abgeschlossen und wir können uns zu dieser Seite widmen und lassen, würde ich mal sagen, von der Hauswand hier einfach mal zwei Blöcke Platz, schlagen uns hier unser Fenster rein und dann sollten wir hier vom Regenrohr auch nochmal zwei Blöcke haben und dann passt das eigentlich auch. Ja, darüber können wir dann nochmal so ein Fenster machen und wenn wir die dann soweit haben, können wir die auch erstmal besetzen. Und zwar mit unseren Prismarin-Treppen. Diese Fenster, die wir jetzt freigehauen haben, sind immer gleich zu besetzen. Das heißt, wir beginnen unten einfach mit zwei normalen Treppen. Ich habe normal gesagt. So, mit zwei normalen Treppen. Und darüber dann eine umgehende Treppe. Sieht aus wie ein E, ne? Und dann da auf der anderen Seite machen wir auch nochmal diese Treppen. Und fertig ist das Ganze. Da können wir auch wieder Massenarbeit betreiben. Das heißt, du fliegst rein, setzt dir deine Glasblöcke hin und kannst dahinter das Ganze noch verkleiden. Und ich finde einfach diese Kombi von weißem Glas und blauem Beton einfach am besten. Jetzt für unser Farmhaus. Kannst du ja mal sehen. Ne? Also, mir gefällt es. Wird zum Original super passen. Von daher machen wir das hier mal wie immer ganz flink.
Sobald wir unsere Fenster soweit erstmal bestückt haben, wollen wir nochmal zwei kleine Fenster uns basteln. Einmal vorne bei unserer Haustür hier neben, würde ich mal sagen, schlagen wir einfach mal zwei Blöcke weg, können unsere Stufen dann auch gleich hier einmal unten wie oben platzieren, dann ist schon mal dieses Fenster fertig. Und dann wollen wir nochmal hier an dieser Haushälfte, wo wir auch nochmal so eine Tür haben, auch nochmal hier zack, so ein 2x2 Fenster einfach mal reinhauen. Auch hier wieder Stufen wie unten wie oben hin, Glasblöcke hinter und dann auch nochmal unseren blauen Beton. Wenn wir auch die Fenster fertig haben, bleibt noch eins übrig, und zwar unser Dach noch ein bisschen zu verkleiden oder ein bisschen zu verstärken, eher gesagt. Und zwar brauchen wir nur unsere prismarinen Treppen und Stufen. Wir fangen auch wieder hier einfach mal bei unseren zwei kleinen Anbauteilen hier einfach mal an. Hier natürlich bei der Haustür vorne geht's los. Wir platzieren unter unseren Treppen meistens immer Stufen, also unter der geraden Fläche immer eine Stufe und wenn es höher geht, halt wieder so eine Treppe. So, dann können wir das darunter einfach so verstärken und hier einmal langziehen. Ja, und das Prinzip machen wir eigentlich jetzt hier immer wieder, auch, sage ich mal, hier. Immer, wenn es, sage ich mal, in eine neue Ebene geht, setzen wir unsere Treppen hin und auf den geraden Flächen immer unsere Stufen. Die können wir natürlich nicht nur einmal hier überall langziehen, nein, sondern auch, wenn wir es soweit haben, geht es nochmal in unser großes Dach lang, dass wir halt auch hier wieder einfach unsere Prismarinsachen einfach hier runter noch einmal ranbauen. Denn die Stufen hier runter, sie können uns das hier ganz so langziehen und machen das Ganze auch noch bis zur Vorderseite. Und wenn wir unsere Stufen noch und unsere Treppen darunter platziert haben, ist unser Haus des Farmers fertig. Ich hoffe, bist du mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht das Häuschen vom Farmer, jetzt kann er einziehen und auch endlich wieder entspannen, denn er kann hinter sich die Tür abschließen und die Farmtiere draußen lassen. Von daher bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.